Jo Leute, und damit herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge von Scammer wurde gescammt, und heute gibt es auf jeden Fall eine richtig krasse Folge. Aber bevor es anfängt, wollte ich euch nochmal kurz auf das Giveaway von gestern aufmerksam machen. Und zwar wird morgen beim Abo-Traden das ganze Gerät direkt aufgelöst. Dabei geht es einfach um 530er Müllkanonen für einen von euch. Wenn ihr die gewinnen wollt, es sind ja immerhin die einzigsten wirklich wertvollen Waffen, die es noch gibt, da ja den Totengräber jetzt ausgerottet wird. Also es gibt auch noch Schneeballwerfer oder so, aber die wirklich richtig cool, ne? Wenn ihr die gewinnen wollt, dann wäre es auf jeden Fall mega korrekt von euch, wenn ihr einfach mal ein Abo und ein Like da lassen könntet. Und ansonsten schreibt einfach mal in die Kommentare Hashtag Abo und Like Easter und warum ihr diese Waffe gewinnen wollt, beziehungsweise sogar die 530er Müllkanonen. Ansonsten geht es dann jetzt auch schon los mit der Folge. Ich erkläre euch nochmal ganz kurz was. Und zwar waren dieser Kyra und auch der gute alte Jason beide auf meinem Discord. Und ja, was dann genau passiert ist, erklären euch jetzt gleich noch die beiden aus deren Sichten. Und dann haben sozusagen ich und ein paar Moderatoren uns einfach diese Geschichten angeschaut und geschaut, was da so widersprüchlich ist, also wer von den beiden der richtige Scammer ist. Und den richtigen Scammer von den beiden haben wir am Ende auf jeden Fall nochmal richtig nice zurückgescammt, und dann haben wir auch dem anderen alle Sachen zurückgegeben. Leute, gönnt euch auf jeden Fall die Folge, es war mega lustig, wie wir das Ganze herausgefunden haben. Und ja, ansonsten würde ich einfach sagen, viel Spaß jetzt mit der Folge. Mal den ganzen Tathergang schildern. Ja, also, ich hatte ihn nach Mala gefragt, hatte ihn gefragt am Anfang, ob ich von ihm Hilfe bekomme, weil ich SSV Tier machen wollte, bei Plankerton, wobei die Schätzung geholfen hat. Er hat mich dann angerufen, weil ich dann Hilfe brauche. Hab ich gesagt, hab ich schon erledigt, ich hab gesagt, ich kann Mala gebrauchen. Ich hatte ihn gefragt, ob ich traden. Er hat ja gesagt. Wir waren in einer Tradebox. Ich hatte ihm nichts angeboten. Er war völlig begeistert davon. Hat gesagt, ja, okay. Hat dann sogar noch eine Waffe zulegen wollen. Habe ich natürlich nicht abgelehnt, weil ich meine, es ist ja besser, wenn man sogar noch eine Waffe dazu kriegt. Genau. So, dann hat er auch gemacht. Er wollte die Anzahl von meinen Sachen sehen, dass ich also nicht eins droppe. Mhm. Hab ich gelassen, weil ich hab auch schon öfter. Wo? Ich glaube Meile sei mal kurz leise. Ich habe zweimal jetzt mit ihm getradet. Das eine Mal hat er mich jetzt gescammt. Und er ist dann rausgegangen. Aus Discord als auch aus Dings. Ich hatte ihn eben nochmal angeschrieben, und da hat er aber auch gesagt, ich hätte noch nie mit ihm getradet, was ja nicht stimmt, und er unterstellt mir sogar, dass ich ihn schon mal gescampt habe wegen der 70er Tigerkiefer, was wir fair getradet haben. Also, was wir auch. Ja, das war der Tathergang. Also. Schick mal einen Screenshot von dem Chat, bitte. Warte, gleich. Jason? Ja. Jetzt haben wir noch eine Frage. Und zwar, du hattest uns ja eben bestätigt, dass du die Tigerkiefer heute gar nicht erwähnt hast, ne? Also, er konnte an sich eigentlich gar nicht wissen, dass du die im Inventar hast, ne? Doch, wir hatten das mal getradet. Also, mal heißt wann? Gestern. Gestern hattet ihr die getradet? Ja, gestern hatte ich die Tigerkiefer von dem bekommen. Okay. Und heute wolltet ihr die zurück traden, oder? Um die Tigerkiefer ging es gar nicht. Aber ich hatte halt eben nochmal mit ihm geschrieben, warum er das gemacht hat. Und da kam halt die Tigerkiefer in Erwähnung, dass ich ihn da gescampt habe. Ich schicke dir übrigens jetzt mal den kompletten Chat verlaufen. Okay. Ich habe dir jetzt den kompletten Chat verlaufen geschickt. Also. Nee, aber ich meinte komplett Global muted, aber anscheinend nicht. Ja, Mo, wir müssen uns jetzt hier beraten. Und zwar, der hat mir jetzt ein Bild geschickt, so, und er hat ja gesagt, er wollte dann so eine Rattara, also das ist eine Waffe in LDW, wollte er traden. So, also er wollte so eine Rattara traden, ne? Ja. Habt ihr mitgehört. Und da hat er die Tigerkiefer noch nicht. Aber man hat auf dem Screenshot gesehen, dass die Tigerkiefer schon in seinem Inventar war. Das heißt, da hat er schon wieder gelogen, und ich weiß halt nicht warum. Aber ein anderer Punkt wäre halt. Aua! Ich habe gerade voll auf die Fresse bekommen. Ein anderer Punkt wäre aber, dass ja
Kaira gesagt hat, dass er heute um die Tigerkiefer gescampt wurde. Also, dass er ihm heute die Tigerkiefer gegeben hat. So. Ja. Und daraufhin hat, und dass sozusagen Jason ihn heute um diese Tigerkiefer gescampt hat. Allerdings hat ja Jason schon, hat Jason ein Bild von gestern, wo er diese Tigerkiefer halt schon im Inventar hatte. Ist Kaira noch auf dem Discord? Ja. Ja, move ihn mal bitte reinsetzen. Kaira? Ja. Nur nochmal fürs Protokoll. Ja. Und zwar, du meintest ja, dass ihr beiden heute eben getradet habt, ne? Ja. Also, wir wollten traden, aber er wollte dann Waffen. So, ja, also ihr wolltet traden, so, und er wollte dann Waffen, dann hast du ihm heute eben die Tigerkiefer geschenkt, richtig? Ja, das stimmt. Okay. Das ist schon mal gut zu wissen. Und ihr hattet schon mal vorher getradet, oder? Ja, glaube ich. Was? Einmal hat mein Bruder, glaube ich, mit ihm getradet. Okay. Bei meinem Bruder spielt auch manchmal auf meinem Account. Okay, und dann schilder du uns doch mal deinen Tatvorgang. Also, was ist passiert? Also, erstmal wollten wir traden. Halt. Und dann wollte er Waffen. Ich habe ihm die 70er Tiva-Kiva gegeben. Und dann ist er rausgegangen und hat gesagt: Verarscht. Okay. Gut, dann würde ich euch so in circa 5 Minuten mal bitten, also erstmal dich vor allem in meine Lobby zu bekommen. Dann besprechen wir nämlich, wie wir den ganzen Typ zurückscammen werden. Wo bist du? Dann besprechen wir, wie wir ihn zurückscammen werden. Ich brauche auch ganz schnell Hilfe, weil bei mir ist ein ganzes Squad. Ja, bei mir nicht, oder wie? Wen zurückscammen? Ja, den Jason. Hä, hey, ich werde jetzt einfach beide scammen. So. Ich aber beide scammen. Jetzt scammen. Ich verstehe echt. Ja, die lügen beide rum, so jetzt scamme ich an beide, Mann. A few moments later. Also ich bräuchte jetzt zum Beweis, dass es dein Screenshot ist, müsst ihr einfach mal so ein paar Waffen davon droppen. So. Zum Beispiel. Okay. Sieht alles clean aus. Das ist die. Sieht gut aus. Stetson? Ja. Du müsstest das hier kurz für mich halten. Kriegst du es hin? Hast du die Wintertech Blaster? Ja. Gut. Stetson, dann komm mal mit, folgt mir mal eben. Warte. Ja. So, und diese Items waren halt auf dem Screenshot. Man sieht ja halt die Tigerkiefer, die Totengräber, die Phantomen. Das müsste so stimmen, oder? Warte mal, das ist ja Rassi mit Jason, ne? Ja, genau. Ich gehe lieber ein bisschen weg. Also, Setzen, was sagst du? Ja, der hat mir einen anderen, also er hat mir auch einen Screenshot geschickt, aber da waren mehr Brightcords auf. Ja, das Ding, ja, richtig, das Brightcord hat mir ausgehabt. Okay. So. Genauso wie die Schatten, 16, 9, 11, 8, 5, 6. Also hast du ihm nicht alles gedroppt? Nein, nicht alles, ja. So. Gefällt mir das. Und das müssen wir jetzt erstmal kurz aufklären. Und zwar hast du dir in deiner Aussage, es haben sich beide widersprochen und das wollen wir jetzt erstmal kurz klären. Du hast dir mehrfach widersprochen und Kaira genauso. Und zwar, du hast gesagt, dass, nein, du kriegst alles zurück, wenn du es erklären kannst. Und du, wenn du unschuldig bist, dann kannst du es ja erklären, dann kriegst du natürlich alles zurück. Das ist ja kein Problem. Du hast nämlich gesagt, dass die Tigerkiefer, also dass du die gestern von Kaira bekommen hast, richtig? Für die Ratterer. Nee, nicht für die Ratterer, die haben wir hinterher. Achso, ja, aber ja, du hast sie gestern getradet, ne? Achso, die habt ihr hinterher getradet. Ja, die Tigerkiefer haben wir hinterher. Ah, okay, dann damit hast du es bewiesen, dass du es nicht bist. Gut. Stetson kannst ihm seine Todesjäger zurückgeben. Wie viel Brightcore war das? 8, ne? 8 Bright, wie viel Schatten? Ich glaube, das waren 6 Schatten. Damit haben wir Kaira überführt, denn Kaira hat gesagt, dass er
heute die Dings da, die Tigerkiefer, abgeschnurrt hat. Aber der Screenshot hat man ja im Verlauf gesehen, war schon von gestern. Das heißt, Kyra wäre damit zweifelsfrei überführt. Perfekt. Wie? Ja, ja, klar. Warte. Da. So. Gut. Geil. Gut, dann müsstest du jetzt nochmal kurz aus der Lobby raus. Wir wollten das einmal hier kurz mit dir abklären. Und dann gehen wir jetzt nochmal zu Kyra und dann werden wir ihn zurückscannen. Ja, kein Problem. Sorry für den Schock. A few moments later. Kyra? Kyra? Ja, hallo? Wir haben ihn jetzt komplett überführt. Allerdings, weil er hat uns halt so einen Screenshot geschickt und das sieht halt so aus, als wäre es nicht dein Inventar und deswegen müsstest du uns gleich einmal dein Inventar zeigen, damit wir es überprüfen können. Was soll ich zeigen? Ja, keine Deine Ahnung, einfach ein paar Waffen von dem Screenshot oder so. Waffen. Ja, okay. Kann ich gerne machen. Gut. So, wir müssen jetzt halt irgendwie, ich werde ihn gleich einladen. Ja. Und dann werde ich hier irgendwie so eine Box oder so bauen. Da werden wir den reinlocken und dann muss ich ihm ja irgendwas baiten. Dann sage ich hier, das und das habe ich von Kyra zurückgescampt. So, hast du vielleicht irgendwas, was du nicht brauchst oder so für Abo-Traden-Box oder so? Oder hast du irgendwelche Waffen? So als kleines Dankeschön wäre mega korrekt, so für die Community. Da geben die halt eigentlich immer was so. Deswegen ja, kannst du irgendwas zum Baiten geben? Also das ist für die Community oder die eine ist halb kaputt. Nimm das mal schon mal für die Community. Dann könnte ich dir noch. Oder zeig mal, was du so hast, dann kann ich das auch eben mit dem Screenshot abgleichen, damit ich da auch 100% sicher gehen kann. Eine verbackte Drachengewoll gebe ich dir auch noch. Okay, nice, danke. Ehrenhaft. Okay, auf deinem Screenshot hast du zum Beispiel eine 130er Nocturno, 130er Hexor und so. Hast du das alles? 121er Totengräber. Ja, habe ich. Okay, zeig mal. Oder zeig mal eins davon. Das ist 121er. Ja, du, okay. Ja, okay. Okay, und mit was würdest du ihn baiten? Wir könnten zum Tor gehen, da könnte ich es beweisen, dass du mir glaubst. Na, ich glaub dir, ich glaub dir. Ich brauche nur irgendwas, damit ich dir noch baiten kann. Hat er gute Sachen? Am besten das Material, irgendwie so, weiß ich nicht, Malachit oder so, weil der meinte ja, dass du nur Material gescammt hast. Das wäre perfekt, weil dann kommt es realistischer rüber. Das bräuchten wir schon mal auf jeden Fall. Ja, du kannst einfach ein Material droppen und sagen, das ist so und so viel. Nein, ich zeige ihm das ja. Der wird das schon nicht aufnehmen. So, aber der muss mir halt glauben, der muss mir vertrauen. Ich habe halt nur 3-6 Maler. Ich brauche Maler. Ja, obwohl. Doch, ich gebe einfach Maler. Ja, der nimmt das ja sowieso nicht. Also, ich werde ihn ja scammen. Du kriegst es ja auch wieder. Ja, okay, perfekt. 40 Maler gebe ich. Ja, ich sammle es doch erstmal nicht auf, sodass du uns vertrauen kannst. Du kannst auch sammeln. Ja, okay. Und dann brauchen wir halt noch vielleicht so ein paar Waffen, so keine Ahnung. Und Brightcore meint, der hat es ihm gescampt, irgendwie 8 Stück oder so. Und Schatten hat es ihm auch irgendwie 6 gescampt. Irgendwie sowas. Ich hab nur 11 Schatten und 71 Brightcore vom Kollegen bekommen. Ja, der meint, du hättest den Drohnen gescampt. Das ist halt komplett unrealistisch, wenn ich es ihm halt nicht zurückgeben kann. Sozusagen. Ich habe meinen ganzen Schattensplitter getradet für meine 121er Totengräber. Okay, könntest du ein bisschen breit gehen, dann nehme ich einfach Schatten von mir. Ja, okay. Ich geb dir dann. Wer behauptet, hat 8 Breit bekommen. Ja, okay. Hat der behauptet. Und dann am besten noch irgendwie so weiter, weiß ich nicht, 2-3 Waffen oder sowas. Kannst du dir aussuchen, welche? Waffen, ich kaufte noch eine, das ist schnell. Und der meint doch, du hast ihn um eine 106er Waffe gescampt. 106er Waffen? Ja, um eine 106er Nocturno, meinte er. Er hat gesagt, er hatte nur 3 Stück und hat mir einen Screenshot geschickt, dass er jetzt nur noch 2 hatte. Aber vorhin hat er mir noch einen geschickt, wo er immer noch 3 hatte. Das heißt, es ergibt keinen Sinn, dabei nehme ich ein Lager. Ich habe gerade selber eine 3. Ja, ich kann dir das geben. Ich habe halt noch eine 82er Flüssung gecraftet. Kann ich dir auch geben. Mhm. Ja, das kann ich dir alles geben. Okay, okay. Stetson? Glaubst du, so wird es funktionieren? Ja. Ich vertraue dir, du bist halt Ehrenmann. Ja, ja. Aber Kyra? Ja.
Warum scannst du andere Leute? Warum ich? Weil wir dich überführt haben. Wir haben 4 oder Beweise oder so. Was denn? Ja, dass du ihn gescannt hast. Und was denn, ne? Guck mal, der, gerade mehr so der grundlegendste und der wichtigste Beweis. Du meintest, dass du die Tigerkiefer, also dass du, dass er die dir heute weggeschnurrt hat, ne? Ja. Ja, aber er hat mir einen Screenshot geschickt von dem Verlauf von gestern von dir und ihm, wo er dir einen Screenshot geschickt hat, wo er genau diese Tigerkiefer schon im Inventar hat. Das heißt, da kannst du uns nicht verarschen. Er hat die aber von mir gescampt, also. Ja, ja, worauf, Alter, das will ich jetzt auch sagen. Er hat uns einen Screenshot geschickt mit dem Datum und mit der Uhrzeit von gestern. Gestern 18:25, wo er die schon im Inventar hatte. Und du meintest, du hast ihm heute gescampt. Ja, schau nach. Oh mein Gott. Junge, was ein scheiß Opfer, ey. Oh mein Gott. Was ein Opfer. Jasons hat geklappt. Also, ich weiß jetzt nicht, ob wir alles haben. Wir haben auf jeden Fall 8 Brightcore, 82er Flüsterer, 82er Nock, 58er Gravedigger und noch eine 40 Malachi. Ja, wir haben halt gesagt, um ihn zu überführen, brauchen wir Bait-Sachen, also um dich zu baiten. So, und dann hat er so gesagt, ja, das kann ich euch dafür geben. So, und dann habe ich noch gesagt, ja, gib mal davon noch ein bisschen was und davon. Und dann haben wir halt das zusammenbekommen und bis wir ihn gestellt haben. Oh, danke. Welches noch? Oh. Jo, kein Ding. Dann habt viel Spaß mit den Items. So, Leute, das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe natürlich, wie immer, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben hinterlassen. Ansonsten teilt das Video gerne, wenn es euch gefallen hat. Ich verabschiede mich dann für heute und hoffe, wir sehen uns morgen. Bis dahin, haut rein, Leute. Ciao.